Firma Pöppel zur Hausmesse ruft, dann kommen regelmäßig tausende Handwerker und Firmenvertreter. Das galt auch für die 10. Ausgabe der Memminger Industrie- und Handwerkernacht, wie die Messe offiziell heißt. Sie stand ganz im Zeichen von 90 Jahre Pöppel. Hier konnte man sich das gesamte Angebot ansehen und zumeist vom jeweiligen Hersteller auch persönlich erklären lassen. Dass es dabei teilweise satte Messerabatte gegeben hat, schadete den Zuspruch sicherlich nicht. Warum die Veranstaltung so erfolgreich ist, hat nach Einschätzung der Firmenleitung aber noch weitere Gründe. Das Hauptsächliche ist eigentlich der Eventcharakter. Es ist nicht mehr üblich bei uns jetzt 3 Tage eine Messe zu halten und das über 3 Tage zu ziehen, sondern die Kürze der Messe von 14 bis 22 Uhr die Kunden hierher zu ziehen, und da ist wirklich was geboten und auch der Eventcharakter. Wir haben jedes Jahr ein Motto mit dabei und ein bisschen ein Rahmenprogramm mit, was wir bieten, und ich glaube, das ist das Besondere. Highlight dieses Rahmenprogramms ist traditionell die Modenschau. Hier wird gezeigt, was schick ist und den Handwerker oder die Handwerkerin gut und sicher kleidet. Die große Überraschung im Unterhaltungsprogramm hatten sich die Planer aber bis ganz zum Schluss aufgehoben. Es war der in Krumbach geborene Bauchredner und Magier Perry Paul. Er nahm sich, die Firma Pöppel und auch ihre Besucher immer wieder witzig und charmant auf die Schippe. Ich grüße die Reichen. Und ich, die Ehrlichen. Es sind Auftritte wie diese, die dafür sorgen, dass die Veranstaltung mehr den Charakter eines Klassentreffens als den einer Messe hat. Das Erfolgsrezept der Firma ist erstens mal Qualität, Nachhaltigkeit, Aussagefähigkeit und nicht, natürlich auch nicht die, zu vergessen, die Kompetenz der Mitarbeiter, die Verbindungen, die langjährigen Verbindungen zu Lieferanten, die langjährigen Verbindungen zu Kunden. Einfach als Familienunternehmen auch das Familiäre zu unseren Kunden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil alles andere finden Sie heute auch im Internet. Was man da aber nicht findet, sind Vorführungen, bei denen man dem Hersteller so genau wie hier über die Schulter blicken kann. Außerdem lässt sich auf der Messe trefflich fachsimpeln und die Angebote der verschiedenen Hersteller einfach miteinander vergleichen. Und zu vergleichen gab es viel, denn dank der Mitgliedschaft in einem Händlernetzwerk stehen bei Pöppel etwa 500.000 Artikel im Katalog. Und die Firma Pöppel denkt nicht, dass wir allein nur noch Werkzeug einkaufen können und verkaufen. Das ist viel zu aufwendig und viel zu komplex. Wenn Sie heute sehen, dass wir Zugriff auf über 500.000 Artikel haben, können wir das alles nicht alleine machen. Früh genug haben wir schon gesehen, dass wir mit Prezitool oder Hobatool oder EDE Partner Zusammenschlüsse haben, wo wir auch Gesellschafter sind, und mit Zentrallagern in Deutschland, wo wir schnellen Zugriff haben, um damit das alles stemmen zu können, vom Einkauf über die Katalogerstellung, alles, was damit zusammenhängt. Einen Nachmittag und einen Abend lang ging die Industrie- und Handwerkernacht. Dabei konnten Kontakte gepflegt und Geschäfte getätigt werden. Was laut Firmenleitung bei vielen der Gäste aber am meisten im Gedächtnis bleibt, das sei die Modenschau. Teilweise werde man bei Pöppel schon im Frühjahr danach gefragt, obwohl sie erst zum Jahresende wieder auf dem Programm steht.